Die erste Hälfte der Verlängerung läuft. Beide Trainer an der Seitenlinie flehen ihre Spieler fast an, nochmal alles aus sich herauszuholen. Abate. Marchisio. Cerci. De Rossi. Pirlo. Thiago Motta. De Rossi. Candreva. De Rossi. Marchisio. Thiago Motta. Sie schlagen ihn nach vorn. Cerci. Marchisio. Pirlo. Balotelli. Marchisio. Ein Volleyschuss. Das war nix, weit vorbei. Und dann suchen sie den Abschluss aus dieser Distanz. Vielleicht hätten sie versuchen sollen, diesen Angriff besser auszuspielen. Abate. De Rossi. De Sciglio. Bazzali. Abate. De Rossi. Marchisio. De Sciglio. Cerci. De Sciglio. Das waren die ersten 15 Minuten der Verlängerung. Die Beine werden langsam müde, die Spieler bauen ab. Jetzt ist alles reine Kopfsache. Die letzte Viertelstunde ist angebrochen. Nun kommt es auf den absoluten Siegeswillen an. Also wer genau will diesen Sieg mehr? Die Mannschaften haben nur noch 15 Minuten Zeit für das erlösende Tor. Joel Campbell. Er versucht, die Breite des Platzes zu nutzen. Da ist die Chance. Starke Aktion. Er ist der Mann der vielen Finten und der vielen Tricks. Gerne nochmal antäuschen, gerne nochmal den Haken schlagen. Das macht ihn so gefährlich. Es deutet alles auf ein Elfmeterschießen hin. Oder sehen wir doch noch den Lucky Punch in letzter Minute? Und ab auf die Flanke. Ab in die Spitze. Bolaños. Versucht ihn sauber reinzudrehen. Kurz ausgeführt. Joel Campbell. Jetzt sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Die letzten paar Minuten, ob sie sich noch eine Chance erarbeiten. Abate. Candreva. Joel Campbell. Bolaños. Drei kurze Pfiffe und alles ist vorbei. Jetzt gibt's Elfmeterschießen. Beide Teams haben bis zum Ende gekämpft, auch wenn keine Tore gefallen sind. Das Spiel war sehenswert. Und jetzt also folgt das Szenario, vor dem in erster Linie die Feldspieler Respekt haben. Denn nur sie können hier verlieren. Für den Torhüter ist das eher dankbar. Er kann zum Helden werden. Und jetzt beginnt der Moment, wo Fußball zur Glückssache wird.
macht das Tor. Der Elfer war gut geschossen. Der Keeper spekulierte und entschied sich für die falsche Ecke. Der geht daneben. Fußball ist auch Psychologie. Also wenn er trifft, dann sind sie schon zwei Tore weg. Völlig humorlos macht er den. Da kann der Torhüter nicht viel machen. Sie liegen mit zwei Toren zurück. Also wenn der jetzt auch in die Hose geht, dann war es das praktisch schon. Und der Torhüter liegt in der falschen Ecke. Da hat er den Torhüter blitzsauber verladen. Wenn er tatsächlich was für die Nerven seines Trainers und seiner Mitspieler tun will. Und der Torwart hält. Ich weiß nicht, inwieweit der Torhüter über Spickzettel im Vorfeld informiert war, aber er hatte genau die richtige Ahnung. Er haut ihn vorbei. Fußball ist auch Psychologie. Also wenn er trifft, dann sind sie schon zwei Tore weg. Er knallt ihn an den Pfosten. Der Torhüter war bereits geschlagen, aber hier hatte er das Glück des Tüchtigen. Er war sich seiner Sache ziemlich sicher und genauso selbstbewusst hat er auch verwandelt. Und der Schuss geht völlig in die Hose. Jetzt kann er sich mal eben einen Platz in den Geschichtsbüchern dieses Vereins sichern. Er trifft, das Spiel ist aus. Und wieder ist man dem großen Ziel einen Schritt näher gekommen. Mit diesem Sieg steht man im Halbfinale. Dieses extrem mitreißende Spiel und dann am Ende das Elfmeterschießen. Die Leistung der einzelnen Spieler war phänomenal.